12. Juli 1966, Todestag des Zen-Gelehrten Daisei Suzuki. Er stirbt in den frühen Morgenstunden im Alter von 95 Jahren in Tokio. Am Tag zuvor ist er von seiner Wohnung in einer Tempelanlage von Kamakura in ein Krankenhaus der nahegelegenen Hauptstadt gebracht worden, weil er unter starken Magenschmerzen litt. Daisei Suzuki war ein auch im Westen bekannter Mann, denn er hatte den Zen-Buddhismus dort bekannt gemacht. Zen, jene für den abendländischen Geist so schwer fassbare asiatische Geisteshaltung. Der Amerikaner Norman Waddell, Professor an der buddhistisch orientierten Otani-Universität in Kyoto, an der auch Suzuki einst unterrichtet hat, würdigt den Gelehrten. Was er versucht hat, und er war der Erste, der das wirklich gemacht hat, war, Zen in die Diskussion zu bringen, wo die Denker und die Leute an den Universitäten darüber sprechen konnten. Davor hat niemand über Zen geschrieben. Es ist natürlich sehr schwierig, über Zen zu schreiben, aber er hat es getan. Die einzige andere Person, die meiner Meinung nach etwas Ähnliches getan hat, war Dogen. Das war im 13. Jahrhundert. Dogen ist sehr schwierig, aber Suzuki, er ist sehr schwierig zu lesen, aber scheint einfach zu sein. Sein Stil ist sehr leicht zu verstehen. Man kann ihn auf Japanisch oder auf Englisch lesen. Manches versteht man vielleicht nicht, aber das meiste kann man verstehen. Kein anderer moderner Denker Ostasiens hatte eine so große Wirkung auf die Kultur des Abendlandes wie Daisei Suzuki. Er beeinflusste auch C.G. Jung, Martin Heidegger, Erich Fromm und andere Philosophen, Psychoanalytiker und Künstler. Norman Waddell sieht eine nachhaltige Wirkung Suzukis vor allem in Amerika. Er sei der geistige Vater ganzer Generationen von Beatniks und Hippies gewesen. Ich glaube, die Menschen waren einfach auf der Suche nach etwas, was nichts mit der christlichen Kultur zu tun hatte. Weil die christliche Kultur in einer Sackgasse gelandet war. Viele meist junge Menschen dachten so. Sie haben angefangen, etwas zu suchen, was ihnen helfen konnte, um einen neuen Weg zu finden. Und ich glaube, sie haben etwas gefunden, im Osten. Diese Suche geht immer noch weiter. Es hat mit der Beat Generation angefangen, ungefähr im Jahr 1950. Es waren wirklich nur ganz wenige Leute. Aber dann in den 70ern waren es die Hippies und das war eine Massenbewegung. Was die Leute in den 50ern zu tun versuchten, damit haben sie den philosophischen Hintergrund für die Hippies geschaffen. Sie haben wirklich versucht, Amerika zu ändern. Sie wollten ein anderes Amerika. Und ich glaube, sie haben Erfolg dabei. Waddell verweist auf diverse Schriftsteller, die vom Zen-Buddhismus beeinflusst wurden. Jerome Salinger, Jack Kerouac, John Snyder. In seinen Vorlesungen macht er seine Studenten auf den Einfluss von Zen beispielsweise in den Gedichten von John Snyder aufmerksam. Daisei Suzuki wurde 1870 geboren. Sein Vater, ein Arzt, starb früh und die Familie geriet in finanzielle Schwierigkeiten. Trotzdem konnte Suzuki später an der Tokyo Daikaku, der berühmten Tokio-Universität, studieren. Englisch lernte er früh, weil es in seinem Elternhaus viele englischsprachige Bücher gab. Schon mit 18 Jahren zeigte Suzuki Interesse an Zen und Meditationen. Seine ersten intensiveren Zen-Erfahrungen machte er mit 21 im Enkakuchi-Tempel von Kamakura, dem Ort, an dem er die letzten Jahre seines Lebens verbrachte. In diesem Tempel lernte er den Mönch Shaku Suen kennen, der sein Lehrmeister wurde. Shaku Suen war damals der Erste, der Zen-Meditationen in Amerika anbot. Für ihn übersetzte Suzuki Reden ins Englische, die der Mönch 1893 in den USA hielt, als er am Welttreffen der Religionen teilnahm. Suzuki reiste 1897 nach Amerika und blieb 11 Jahre dort. Er arbeitete in Illinois in einem Verlag und übersetzte Bücher über den Buddhismus auf Englisch. Während dieser Zeit traf er Beatrice Lane, eine Amerikanerin, die sehr am Buddhismus interessiert war. Sie heirateten 1911.
Nach einigen Jahren als Englischlehrer an Tokyo-Universitäten zog Suzuki 1921 mit seiner Frau nach Kyoto um und wirkte dort als Professor an der Otani-Universität. Zugleich begann der nun 51-Jährige über Zen-Buddhismus zu schreiben. Der emeritierte Professor Shizuteru Ueda hat sich intensiv mit dem Werk Suzukis befasst und ihn 1965 noch kennengelernt, ein Jahr vor dessen Tod. Er war damals 95 Jahre alt, aber frischer als ich. Nicht nur gesundheitlich, sondern auch im Geist. Frage, Antwort, sehr frisch, gleichzeitig ruhig und sehr gelassen. Ruhe und Gelassenheit, das ist es, was sich durch jahrelange Beschäftigung mit Zen ergibt oder zumindest ergeben soll. Was aber ist Zen? Die Beantwortung dieser einfachen Frage erweist sich als äußerst schwierig, denn Zen entzieht sich der Logik westlichen Denkens, ist mit dem Intellekt allein nicht zu erfassen. Suzuki schreibt in seinem Buch Die große Befreiung, einer Einführung in den Zen-Buddhismus, Zen sei keine Religion und auch keine Philosophie. Auch lehre Zen nichts, es weise nur den Weg. Zen strebt die Übung des Geistes selbst an, auf dass er Meister werde seiner selbst, dann der Einsicht in sein eigenes Wesen. Dieses Eindringen in die wahre Natur des eigenen Geistes oder der eigenen Seele ist der Grundgegenstand des Zen-Buddhismus. Die Übung im Zen besteht darin, das geistige Auge zu öffnen und Einblick zu gewinnen in den wahren Grund des Seins. Doch wie nähert sich der Laie dem Phänomen Zen am besten? Professor Ueda, der neben seiner Tätigkeit an der Kyoto-Universität auch mehrere Jahre an der Universität Marburg tätig war, gibt folgenden Rat. Das heißt, sich setzen ruhig. Man braucht dabei nicht zu denken an das Denken. Atemübungen helfen, um die notwendige Konzentration zu erreichen, um sich selbst zu vergessen, erklärt der 75-jährige Gelehrte und gibt einen weiteren praktischen Ratschlag. Atmen, ausatmen, einatmen. Dabei zählt man diesen Atemzug. Das scheint sehr einfach zu sein, aber es ist äußerst schwierig. Dazu muss man äußerst wach sein. Atmen und zählen, das ist die Basis. Der Geist soll frei werden durch die Meditation. Es soll Raum geschaffen werden für neue Ideen, neue Inspirationen. Daisei Suzuki formuliert es in seiner Einführung in den Buddhismus so. Nach der Grundidee des Zen sollen wir mit den innersten Kräften unseres Wesens in Fühlung kommen. Und zwar auf dem kürzestmöglichen Wege. Ohne Rückgriff auf irgendetwas Äußeres oder Zusätzliches. Daher verwirft Zen alles, was auch nur eine entfernte Ähnlichkeit mit einer äußeren Autorität aufweist. Zen hegt ein unbedingtes Zutrauen zum innersten Wesen des Menschen. Alle Autorität im Zen kommt von innen. Durch Sazen, die Meditation im Sitzen, soll man diesen inneren Punkt finden, soll eins werden mit sich selbst und der Welt. Ein solches Stadium zu erreichen, dauert lange, länger als ein paar Wochen. Das dauere, so sagen Zen-Experten, meist einige Jahre. Das Ziel ist Satori, die Erleuchtung, eine transzendentale Erfahrung, die den Horizont erweitert. Ueda vergleicht sie mit einem Blitz. Satori kann man meistens mit der Lichterfahrung verglichen. Licht, Blitz, nur Helle, nichts Bestimmtes gesehen. Und erst dann kann man Verschiedenes sehen. Wer einmal das Licht erfahren habe, sagt Ueda, der wisse, es gibt noch etwas hinter dem Sichtbaren. Deshalb wehrt sich Zen auch dagegen, die analytischen Fähigkeiten des Menschen zu sehr zu betonen. Fühlen, spüren seien ebenso wichtig. Wir denken, bevor wir eine Sache kennengelernt haben, meint Professor Ueda. Zen will nicht die Logik verneinen, sondern wir müssen noch etwas machen mit der Logik, bevor wir mit der Logik beurteilt. Logik ist unentbehrlich, aber vorher ist noch wichtiger. Und was ist noch wichtiger? Ist es das Fühlen? Ja, fühlen. Aber nicht nur mit dem Gefühl fühlen,
sondern mit dem ganzen Leib, mit dem ganzen Existenz, mit dem ganzen Sein. Das heißt, das Denken ist schon drin, aber das Denken ist dabei etwas vorsichtig. In den 50er Jahren war Daisei Suzuki viel auf Vortragsreisen in amerikanischen Universitäten unterwegs. Damals wurde er in den USA gerade bekannt und populär. Bei einem seiner Vorträge kommt es zu einer besonderen Begegnung. Die damals 15-jährige Mihoko Okamura, Tochter japanischer Einwanderer, hört den 80-Jährigen an der Columbia-Universität in New York und ist fasziniert. Noch heute erinnert sie sich an den ungeheuren Eindruck, den Suzuki damals nicht nur bei ihr hinterließ. Bevor er mit seiner Rede begann, packte er nämlich in aller Ruhe seine in japanische Tücher eingewickelten Bücher aus. Furoshiki nennt man ein solches Paket. Er hat also diese japanischen Tücher aufgewickelt und dann kam ein Buch heraus. Ich habe später erfahren, dass es ein 300 bis 400 Jahre altes Buch war, aus chinesischem Papier. Er blätterte ruhig die Seiten um. Seine Fassung, sein gesamtes Benehmen war so ruhig, dass alle aufgehört haben zu reden. Es gab kein Geräusch mehr, da alle durch die Stille und die Ruhe um ihn herum ganz gebannt waren. Er selbst hat gar nicht gemerkt, welche Veränderung in der Halle vor sich ging. Zumindest schien es so, als ob er nichts bemerkt hätte. Er hat nur die Seiten umgeblättert, bis er zu der Stelle gekommen ist, an der er weiterlesen wollte. Aber diese wenigen Sekunden, ich weiß nicht genau, wie lange es war, aber diese wenigen Sekunden schienen sehr lang, fast wie eine Ewigkeit. Mihoko Okamura will den berühmten Gelehrten unbedingt kennenlernen. Sie geht nach dem Vortrag zu ihm und stellt ihm eine Frage. Schließlich lädt Suzuki den Teenager für den nächsten Vormittag zum Tee ein. Bald darauf beginnt die Schülerin für den Meister, Manuskripte abzutippen. Auf diese Weise wurde Okamura-san zu Suzukis Sekretärin. Sie arbeitete für ihn bis zu dessen Tod am 12. Juli 1966. Er habe meist geschrieben, erzählt sie, Vorträge gehalten, Anfragen beantwortet. Wenn er arbeitete, sei es immer vollkommen still gewesen im Zimmer, so still, als wäre gar niemand da. Wenn er meditierte, sei das nicht besonders aufgefallen. Ich glaube, er brauchte dafür gar keine bestimmte Zeit mehr. Ich denke, er konnte es sogar beim Laufen oder Schreiben. Er hörte eigentlich nie damit auf. Es war nicht so für ihn, dass er ins Zimmer gehen und im Schneidersitz sitzen und in einer bestimmten Art atmen musste. Ich glaube, diese Art der Übung brauchte er nicht mehr. Es war ganz natürlich für ihn. Und deshalb denke ich, er machte es immer. Aber er hat sich beim Schreiben im Schneidersitz sehr wohl gefühlt. Er hat vielleicht seine intensivsten Gedanken entwickelt, wenn er so saß. Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte der Gelehrte im Tokeji-Tempel in Kamakura. Hier meditierte er, hier las und schrieb er. 30 Bücher hat er auf Englisch verfasst, mehr als 30 auf Japanisch. Ein wohlhabender Industrieller ermöglichte ihm den Bau einer Bibliothek. Ist der Geist beunruhigt, so ist auch der Verstand in Bewegung gesetzt. Es werden Dinge erkannt, Feststellungen gemacht, Geister beschworen und Vorurteile keimen auf. Und in diesem Labyrinth geht Zen für immer verloren. Zen hat nichts zu tun mit Buchstaben, Worten und Sutras. Es verlangt von dir nur das eine, geradewegs den Kern zu erfassen und darin deine friedvolle Heimstätte zu finden. Der in Kyoto lehrende amerikanische Professor Waddell über Suzukis großen Einfluss auf die Menschen: Er hat nicht über Zen geschrieben, er schrieb Zen.